Hey, cool, dich wiederzusehen. Das Werk hat uns ein paar gut aussehende Teile geschickt. Sie werden gerade in diesem Moment angepasst. Hier ist der Bericht. Willkommen zum Großen Preis von Spanien auf dem Circuit de Catalunya in Barcelona. In den nächsten Minuten werden die Teams hier auf dieser klassischen Strecke der Formel 1 erscheinen, um ein Training zu fahren, das hektisch werden könnte. In den letzten Wochen gab es ja rege Diskussionen über die Streckenbegrenzungen. Wie viel ist zu viel, wenn man Kurven schneidet oder weitläufig fährt? Was denkst du darüber? Und glaubst du, dass die Fahrer dieses Wochenende noch mehr an die Grenzen gehen werden? Ich wäre enttäuscht, wenn dem nicht so wäre. Wenn die Rennleitung gegen Fahrer vorgehen möchte, weil sie von der Strecke abkommen, dann muss sie das auch kontrollieren. Rennfahrer werden dafür bezahlt, eine Runde so schnell wie möglich abzuschließen. Wenn man also nicht an diese Grenzen geht, wenn man die bessere Linie ignoriert, dann macht man etwas falsch. Aber ich muss sagen, dass wir nicht grundlos weiße Linien haben und diese Grenzen sollen auch durchgesetzt werden. Aber das liegt nicht in der Verantwortung des Fahrers. Alles aus dem Auto raus. Die Strecke ist noch ganz frisch. Fahr erst mal ein paar entspannte Runden.
Kurve 7, Kurve 9, Kurve 12, Kurve 14, Kurve 15. Thank you.
Alles klar, wir wollen im Laufe dieser Session zumindest für eine Reifenmischung ein Reifenabnutzungsprogramm abschließen. Wir holen dabei wichtige Informationen bezüglich Strategie und Entwicklung ein. Es wird den Aufwand also wert sein. Zeit rausholen können.
26,4.
unsere Zielzeiten heran. Lass uns nachsehen, wo wir noch etwas Zeit rausholen können. Thank you.
Alle Autos sind über die Ziellinie und die Top 3 stehen nun fest. Räikkönen, Hamilton und Nico Rosberg. Die Trainingsbestzeiten stehen fest, aber die Punkte werden natürlich erst beim Rennen vergeben. Wir sind bald wieder mit noch mehr Formel 1 zurück. Behalte immer deine Reifenabnutzung im Auge. Am Ende jeder Session müssen wir 2 Reifensets zurückgeben, die dann nicht mehr für das restliche Wochenende zur Verfügung stehen. Die am meisten abgenutzten Sets werden zurückgegeben. Pass also auf, welche du später noch nutzen möchtest.
Abkürzung in der letzten Runde war auch okay. Thank you.
Benzin für etwa 4 Runden. Thank you.
Ein interessantes Training. Schauen wir uns noch einmal die Top 3 an. Bottas, Ricciardo und Kimi Räikkönen. Das war's dann mit dem Training. Wir sehen uns bald wieder. Das Team in der Werkstatt hat hart daran gearbeitet, das Auto für dieses Wochenende für dich vorzubereiten. Belohnen wir sie dafür mit einer starken Leistung. Alles klar.
uns nachsehen, wo wir noch etwas Zeit rausholen können. Thank you.
Bis jetzt liegt unsere beste Runde bei 1,26,0. Thank you.
Wechsel auf dem Laufenden. Zeit gekostet, die Schäden am Wagen zu reparieren. Bis jetzt liegt unsere beste Runde bei 1 Minute 26,0. Los!
scheinst die Strecke schon gut im Griff zu haben. Versuchen wir jetzt, jede Runde zu perfektionieren. Denk daran, dass du einen Beständigkeitsbonus erhältst, wenn du mehrere Kurven hintereinander meisterst.
uns etwas Zeit gekostet. Ein schneller Blick auf die Reihenfolge am Ende dieses Trainings. Hier sind die Top 3. Hamilton, Rosberg und Sebastian Vettel. Danke, dass Sie heute beim freien Training dabei waren. Wir sind in Kürze mit noch mehr Formel 1 zurück. Hier hast du die Ziele für das Qualifying am Wochenende. Das heutige Qualifying hier auf dem Circuit de Catalunya in Barcelona geht demnächst los und wir haben ein prächtiges Spektakel zu erwarten. Viele Fahrer reden davon, wie schwierig es ist, die schnellen Richtungswechsel auf einer Strecke wie dieser mit den hohen Endgeschwindigkeiten auf einer Geraden zu kombinieren. Kann man das so sagen? Man braucht einen vernünftig eingestellten Wagen, um hier gut abzuschneiden. Man muss das Beste aus den mittelschnellen und schnellen Kurven herausholen. Das geht nur mit dem richtigen Maß an Abtrieb. Aber dadurch wird der Wagen auf den Geraden langsamer. Es ist nicht leicht, da die Balance zu finden. Okay, du solltest es mit links in die nächste Runde des Qualifyings schaffen. Versuch also früh eine gute Runde hinzulegen, damit wir die Reifen schonen können. Die Strecke ist nass. Verschaff dir ein Gefühl für die Bedingungen, bevor du richtig Gas gibst.
2.
bislang schnellste Runde. Gut gemacht. Alles bereit. Thank you.
Jetzt liegt unsere beste Runde bei 1,39,4.
derzeitigen Bedingungen würde ich dir einen Satz Regenreifen empfehlen. Thank you.
Unsere beste Runde bis jetzt liegt bei... Während wir uns etwas von diesem aufregenden Qualifying entspannen, sehen wir uns die Top 3 an. Ein Red Bull, Hamilton und Kimi Räikkönen. Fürs Erste verabschiede ich mich von Ihnen, aber richtig los geht es ja ohnehin erst morgen. Seien Sie auf jeden Fall mit dabei, wenn es ums Eingemachte geht. Hallo, ich möchte dir nur die Erwartungen des Teams fürs Rennen mitteilen. Viel Glück! Ich frage mich, was uns heute der große Preis von Spanien bieten wird. Vielleicht erleben wir wieder ein spannendes Kopf-an-Kopf-Rennen wie im unvergessenen Jahr 91 zwischen Mansell und Senna, die sich damals auf der Start- und Zielgeraden ein Millimeter-Duell lieferten. Vielleicht sehen wir aber auch ein eher strategisches Rennen mit deutlich erschwerten Überholbedingungen. Gemeinsam mit weiteren 140.000 Besuchern warten wir auf den Start des Rennens, das mit einem 730 Meter Sprint zur ersten Kurve beginnt und wo die Runde insgesamt 4,6 Kilometer lang ist. 16 Kurven machen das Überholen zwar nicht einfach, doch es gibt auch genug schnelle Passagen. Viel Action erwarten wir in den Kurven 3 und 9. Stefan Römer steht mir heute zur Seite und zusammen werden wir Ihnen die ganze Action des Großen Preises von Spanien näher bringen. Die Luftverwirbelungen sind ein großes Thema, denn die könnten den hinterherfahrenden Fahrern doch ziemlich viele Probleme machen. Wenn sie nämlich zu nah dran sind, dann liegen ihre Autos ganz schlecht auf der Straße. Uns dürfte dadurch ein eher strategisches Rennen erwarten. Was meinst du? Da bin ich mir gar nicht so sicher, Heiko. Natürlich ist es schwieriger, den anderen zu folgen, aber wenn du mutig genug bist und vor Kurve 1, die normalerweise mit mittlerer Geschwindigkeit gefahren wird, nicht so stark bremst, kommst du an den anderen vorbei. Und was sagst du zur heutigen Startaufstellung? Ich glaube, ein paar Fahrer werden von hinten angreifen und versuchen, bei ihren Gegnern Fehler zu erzwingen. Ich glaube nicht, dass dieses Rennen allein durch die Boxenstopps entschieden wird. Wir müssen auf der Strecke bis Kurve 1 voll konzentriert sein. Wir sind jetzt im Vorteil und das soll so bleiben. Verteidige innen, dann können wir Kurve 1 in Führung verlassen. Wir sind so gut wie bereit und so sieht die Startaufstellung für das heutige Rennen aus. Red Bull startet also von der Pole. Und daneben steht Lewis Hamilton. Die restliche Startaufstellung sieht wie folgt aus. Räikkönen, Vettel, Daniel Ricciardo und Rosberg. Alonso, Bottas, Button und Felipe Massa. Perez, Sainz Jr., Romain Grosjean und Kvyat. Gutierrez, Magnussen, Nico Hülkenberg und Jolyon Palmer. Wehrlein und Haryanto. Markus Eriksson und Felipe Nasser startet aus der hintersten Reihe. Jetzt, wo die Lichter jeden Moment ausgehen, wird es Zeit, zur Strecke zu schauen.
4 Sekunden. Gib Gas.
Überschuss für etwa eine zusätzliche Runde. Damit kannst du nicht ewig mit Mischung 3 fahren, aber für kurze Zeit sollte es dir möglich sein, etwas mehr aufzudrehen. Thank you.
dabei behalten. Virtuelles Safety Car auf der Strecke. Okay, langsamer werden, langsamer werden. Dein Delta ist negativ, du bist also zu schnell. Verringere dein Tempo. Unser Abstand zum Hintermann beträgt 5,1.
1 Sekunden.
Station zu Sainz. Er hat ein paar Probleme mit seinem Auto und wird deshalb langsamer.
Delta beibehalten. Drossle deine Geschwindigkeit. Unser Delta ist zu niedrig. Damit riskieren wir eine Strafe. Verringere sofort dein Tempo.
Abstand zum Auto vor uns beträgt 2,9 Sekunden. Dead.
Abstand zum Hintermann beträgt 0,9 Sekunden. Stopfenster hat sich geöffnet.
Mediums umgestellt. Vordermann jetzt auf Mediums unterwegs.
Sainz ist in die Boxengasse abgebogen. Sainz jetzt in der Boxengasse. We'll be right back.
Du solltest vielleicht auf eine niedrigere Benzinmischung umschalten. So wie im Moment kommen wir eventuell nicht ans Ziel.
Informationen zu Ray, können. Anscheinend konnten sie das Problem lösen. Sein Auto wird schneller. Thank you.
Bescheid, falls sich etwas ändert. Enttäuschendes Resultat, aber wir werden versuchen, beim nächsten Mal zurückzuschlagen. Wieder ein historischer Sieg für das brillante Mercedes-Team. Stefan, was war der Schlüssel zu diesem Erfolg? Die Safety-Car-Phase hat den Rennverlauf auf den Kopf gestellt, nicht wahr? Es ist schwer zu sagen, was ohne sie passiert wäre, aber er hat diese Situation auf jeden Fall ausgenutzt und sich eine gute Position verschafft. Wenn ich das sage, kommen die Fahrer raus zur Siegerehrung, um ihre Trophäen entgegenzunehmen. Nach diesem hervorragenden Rennen können sie noch mehr Silber nach Brackley mitnehmen. Sehen wir uns nun die Fahrerrangliste an. Ein gutes Resultat für Nico Rosberg, der seine Führung in der Weltmeisterschaft weiter ausbauen kann. Stefan, ich würde gerne von dir wissen, wer dein Fahrer des Tages war. Mein Fahrer des Tages war Nico Hülkenberg. Wie er das Feld aufgemischt hat, war wirklich beeindruckend. Das hat einmal mehr gezeigt, warum er im Fahrerlager so hoch eingeschätzt wird. Und so sieht es in der Konstrukteurs-WM aus. Mercedes hat die Führung in der Rangliste übernommen. In der Zwischenzeit kann Toro Rosso mit einem starken Wochenende weiteren Boden in der Rangliste gut machen. Das war's beim heutigen Grand Prix und Stefan und ich verabschieden uns. Bis zum nächsten Mal.